Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dragon Quest Builders. Wir sind heute mal in einer etwas andere Anfangsszene. Meistens bin ich ja dann immer schon in der Ebene bzw. in der Welt, wo wir uns hinein teleportieren. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Und zwar sind wir jetzt schon im dritten Kapitel. Ich freue mich so. Wir haben als erstes Kentlin, dieses aus Ebenen und Hochplateaus bestehende Gebiet im Süden Alifgards, beheimatet einst eine eindrucksvoll befestigte Stadt. Entschuldigung, ich kann vielleicht nicht lesen. Dann kommt Rimulda. Auf diesem im Osten Alifgards gelegene Insel erhob sich einstmals eine von den kristallklaren See umgebende Stadt. Und jetzt kommen wir zu Kohl und Galimholm. Die Ebenen im Norden Alifgards beherbergt vormals Zwillingsstädte, die in einem Meer aus Grün eingebettet waren. Also wir haben Süden, Osten, Norden. Jetzt, das heißt, das dritte Kapitel spielt irgendwo im Westen. Okay. Fangen wir mal an. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ein Land in den Fängen von Feuer und Eis. Wir sind in Westeros. Okay, das ist schon ziemlich heftig, was ich da sehe. Ich bin gespannt. Und da sind wir wieder. In unserem schicken Reisegewand. Maika, mein Kind, endlich bist du aufgewacht. Das Land, das vor uns liegt, trug einst den Namen Kohl. Kohl. Vor langer, langer Zeit war Kohl ein fröhliches, geschäftiges Dorf, das sich inmitten eines üppigen grünen Waldes befand. Doch heutzutage ist es ein unwirtliches Ödland, das die Monster fest in ihrem Griff hat. Diejenigen unter meinen Kindern, denen es gelang, den Klauen dieser Scheusale zu entkommen, leben nun in Angst und Verzweiflung. Hier, mein Kind, das ist für dich. Was? Achso. Stimmt, das Banner der Hoffnung. Hätte ich fast schon wieder vergessen. Okay. Nimm dein Banner der Hoffnung und begib dich zu dem Licht, das du vor dir siehst. Lass meine Kinder wissen, dass ihre Erlösung naht. Okay. Ja! So, das hätten wir schon mal. Das nehmen wir mit. Lagerfeuer sind mal wichtig. Das nehmen wir mit. Stein nehmen wir auch mit. Ich habe zum ersten Mal Stein gefangen. Da haben wir schon mal. Efeu. Können wir alles gebrauchen? Hoffe ich zumindest. Ich denke mal. Schön. Das haben wir auch. Weiße Blütenblätter nehmen wir mit. Aber bis jetzt haben wir auch noch nichts gesehen, was wir zu essen machen können, oder? Ja. Diese sehen sie nicht. Also es ist so ein Mix aus Stein und alles andere. Wir klauen jetzt hier die Strohtür. Basteln uns hier mal einfach nur ganz lapidar ein Zimmer. Maika baut einen Raum. Maika baut noch ein Bett. Bevor es dunkel wird, baut Maika noch ein Bett. Okay. Wir bauen zwei Betten. Wir kennen das ja schon von den ersten Teilen, dass es nicht sehr lange dauert, bis im Prinzip da einer angetanzt kommt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Können wir auch noch eine Truhe bauen? Danke.
Das ist mir denn doch schon wichtig, so eine Truhe. Schmelzstube. Okay. Gut. Dann hätten wir das nämlich schon mal. Und dann stellen wir das auf. Aber ich finde es cool. Guck mal, die haben da so schöne blaue und rote Steine. Die finde ich ganz geil. Ein warmes, beruhigendes Licht breitet sich überall aus. Maika, mein Kind. Dank deiner unermüdlichen Anstrengung sind die Lande Kentlin und Rimuldar wieder auferstanden. Deine Taten haben das Volk von Kohl bereits dazu ermutigt, sich mit neuer Kraft gegen die Schergen des Drachenfürsten zur Wehr zu setzen. Doch leider drohen ihr Widerstand und ihr Wille von der überwältigenden Macht der Monster gebrochen. Nun, mein Kind, ich bringe diesem finsteren Land das Licht zurück. Bediene dich deiner Schöpfungskraft, um diesen Ort wieder aufzubauen und meine armen Kinder vor dem Ansturm der Monster zu bewahren. Und wenn du in die Wildnis hinaussiehst, solltest du wissen, dass ich über dich wachen werde. Das ist sehr schön. Guck, und da kommt schon der Erste. Da ist er doch. Unser Freund. Aber wir haben hier keinen Nickel, ne? Ich glaube, wir müssen auch erstmal daran denken, Kochstelle. Was brauchen wir nochmal für eine Kochstelle? Sandgras, Ast und ein Lagerfeuer. Ja. War alles nicht baut. okay. Hier haben wir schon mal das Gras. Ich werde nichts sagen, aber wir brauchen auch was zu essen. Gott, komm schon. Komm, gib mir Fleisch. Ja! Sehr schön. Und nochmal Fleisch. Ja, das läuft doch. So. Der gibt mir ja nichts. Ja, das ist ja ein Schwein Schwarzes. Weil das ist halt die Sache. Da müssen wir echt aufpassen. Ich glaube, Nahrung wird hier so ein Thema sein. Da müssen wir echt aufpassen. Das kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Jetzt haben wir genug. Ihr seht, das geht nämlich ganz schön schnell. Heilungskraut. Gucken wir mal. Auf jeden Fall müssen wir hier alles einebnen. Also wir... Einmal. Was braucht man noch? Ach, Kochfeuer kann ich. Okay. Hornsteak. Ich hab keine Kohle. Mann! Verdammt. Jetzt geht ab. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn hier los? Wo kommt diese Flagge her? Habe ich aufgestellt. Und was noch wichtiger ist, wer zum Geier bist denn du? Und was machst du in unserem geheimen Stützpunkt? Geheim ist ja jetzt nicht so, ne? Und du bist also die legendäre Erbauerin? Und du bist hier, um uns alle zu retten? Puh. Du machst dich wohl über mich lustig, hm? Was soll das denn sein? Eine Bauerin? Sieh doch ein, Knirps. Du bist nicht legendär. In keiner Hinsicht. Nicht mal mit der. Nicht mit der Visage. Ich hasse sie alle. Also hör schon auf, Unsinn zu reden. Potztausend, was für ein Tag. Erst schlagen die Monster mich grün und blau. Und dann will irgend so eine Bekloppte in meinen geheimen Unterschlupf einziehen. Und als ob das nicht reichen würde, stellt sie genau in der Mitte auch noch eine fette, dämliche Flagge auf. Barbarella, wo bist du? Lass mich nicht mit dieser Verrückten allein. Na, was hängst du denn immer noch hier rum? Verzieh dich und nimm diese dämliche Flagge mit. Oh, tut mir leid, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Stippe. Und jetzt die Leine. Ich mag dich nicht. Und ich will, dass du das weißt.
Da oben ist irgendwas. Da sind Hasen. Ich brauche eine Nahrungsgrundlage. Ich brauche irgendetwas. Wir könnten gucken, ob wir angeln können. Ob wir eine Angel bauen können. Das wäre vielleicht eine Idee. Könnten wir eventuell eine Angel bauen? Geh weg. Eine Angel. Stech für sich. Wir könnten ja schon mal wenigstens das machen. So viele wie möglich, bitte. Abgebrochener Ast. Also abgebrochener Ast ist jetzt nicht das Problem. Der Stech für sich wird das größere Problem sein. Wie ich hasse es. Wie ich es hasse. Ich würde ganz gerne, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, irgendwie meinen Monster erscheinen bei der Siedlung. Ja, hier. Klaus Peter wird es schon richten. Würde ich mal sagen. Aha. Da ist schon mal das Ding, womit wir wahrscheinlich früher oder später chemieren. Kommt mir wie Ofen. Ich wollte eigentlich ein Ei. Okay. Siehst du mich? Ich hatte irgendjemand gesehen. Ich bin direkt reingehüpft. Voll gut. Könntet ihr mir nicht ein Ei geben? Scheiß auf die Flügel. Ich brauche ehrlich gesagt eher die Eier. Ich habe nichts zu essen. Das ist ein sehr hartes Problem. Und ich weiß nicht, wie ich an dieses Stechpalmding rankomme. Na schön, wir gehen jetzt erst schlafen. Bevor jetzt mich noch hier die Monster erledigen. Verdammt! Was mache ich? Ich krieg gleich Hunger. Wir können hier schon mal alles in Grund und Boden hauen. Maika erhält zum ersten Mal ein Buch. Oh, Schockschwere Not. Na, was hältst du jetzt von deiner super Geheimbasis? Ich reiß hier gerade alles ab, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Hoppala. Ein Rüpelritter erscheint. Okay. Schön für die Rüpelritter. Ich meine, ich kann doch hier bestimmt auch mal. Haha, ausgetrickst. Aha.
hier. Ich hab das Omelett. Ja, wir können uns endlich. Ach, du bist so unwichtig. Lass mal einfach irgendwas gucken und suchen. Sind das Schienen? Krass. Alter! Man sieht nicht, übertreibst du es ein bisschen? Auf jeden Fall können wir uns eine Angel bauen. Das ist sehr gut. Ich verziehe mich gleich wieder. Weg, 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 weg. Hoho. Naja, das, was ich wollte, habe ich ja bekommen. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss halt nur irgendwie wieder auf die Dings kommen, zurückkommen. Das heißt, wir bauen uns eine Angel. Weil da hinten war ja, glaube ich, Wasser, ne? Das heißt, wir können ja auf jeden Fall erstmal eine Nahrungsgrundlage schaffen. Haha! Bäm! Ausgetrickst. Was kann ich machen? Gar nichts davon. Ein wenig enttäuscht, aber nur ein bisschen. Das ist Material, super. Ich gehe angeln. Angeln. Weil hier haben wir ja jetzt, ne? Ich hoffe, ich kann hier angeln. Sonst sehe ich schwarz, ehrlich gesagt. Angeln. Ich weiß, ist vielleicht nicht so interessant. Aber wir müssen uns erstmal eine Nahrungsgrundlage schaffen. Und weg ist er. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte angeln. Ich brauche Fisch. Ich würde ganz gerne was Anständiges angeln. Komm schon. Brauche ich nicht. Wenigstens ein paar Fische. Was soll ich denn mit Gummistiefeln? Den Dreck kannst du behalten. Komm schon. Ich will mindestens jetzt 5 Fische haben. Gummistiefeln am laufenden Band. Das hat sich ja gelohnt. Ich habe den ganzen Tag mit Angeln verbracht und nichts. Gar nichts.
gekriegt. Das ist schlecht. Aber okay. Vielleicht bringen die paar Fische, die ich hier gemacht habe, was. Dazu fehlt mir Kohle. Ja, 20 Sättigung. Hey. Verdammt nochmal, hab ich dir nicht gesagt, dass du dich verziehen sollst? Was zum Geier machst du denn immer noch hier? Moment mal, soll das vielleicht heißen, dass du mich magst, hm? Es tut mir leid, Kumpeline, aber da muss ich dich enttäuschen. Du bräuchtest schon etwas mehr Fleisch auf den Knochen, um mir ins Auge zu springen. Und überhaupt ist in meinem Herzen kein Platz für jemand anderen als Barbarella. Naja, wenn du dich einfach nicht von mir losreißen kannst, dann darfst du von mir aus da bleiben. Aber nur unter einer Bedingung. Siehst du das Gebäude dort hinten in der Ecke? Das war früher mal eine gemütliche kleine Badestube, bis die schrecklichen Monster alles kaputtgeschlagen und das Becken zugeschüttet haben. Reparier die Badestube für mich und du kannst bleiben, alles klar? Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir ein Essensproblem haben. Wir haben nämlich keine Kohle. Aber schön, dass du das so positiv siehst. Na gut. So, alles was aus Dings ist, machen wir weg. Hier kommt schon mal Stein hin. Ach, wir hatten den ja auch jetzt das Dings geklaut, ne? Wir sollten vielleicht noch so das ein oder andere... Also ich halte mich jetzt mal an den Vorgaben, die machen, was das, was die Grenzen angeht. Ist noch nicht so das, was ich wollte. Aber wir brauchen die Erde alles. Verdammt. Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Monster erscheinen bei meiner Siedlung. Wenn die Monster was droppen, warum nicht? Du bist mir ein schöner Bub. Der lässt mich erstmal alleine kämpfen. Kommst du mal her? Das ist eine feige Sau, ist das. Noch einen brauche ich. Könntest du das Bad reparieren? Ja, ich bin dabei. Ich möchte... Ja! Haha, das ist nämlich das, was ich wollte. Lila Bodenfliesen. Oh mein Gott. Ich will die haben. Ich will die für meine Siedlung haben. Ich meine, ich habe jetzt genug Stein. Bei Erde. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Sechs Essen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall wieder gleich wieder angeln gehen. Beziehungsweise am nächsten Tag, denn spätestens am nächsten Tag angeln gehen.
Und ich hau hier das Ding noch weg. Steinplatten. Vielleicht gar keine so blöde Idee, dass wir die mit weghauen. Und Sandstein haben wir jetzt auch zum ersten Mal. Ich meine, das ist total irrelevant jetzt, das hier. Das ist viel wichtiger. Waha! Verdammt, jetzt komme ich gleich hier nicht mehr raus, ne? Und ich freue mich noch. Ich wünschte, das würde jetzt ein bisschen einfacher gehen. Und ich müsste nicht alles wieder von vorne machen. Nicht genug Platz. Ja, ja. Nur ich will das schon anständig haben. Schon. Ach, da müssen wir eine Ecke. Das wird auf jeden Fall alles ebenerdig und dann gucken wir mal, ob wir wieder nach oben basteln. Diesmal bin ich aber echt gespannt, was das diesmal für Monster ist. Also, wir haben ja schon einige Monster gesehen. Die waren nicht ohne. Also echt. Ich muss die ganze Zeit nach unten gucken. Nein, das wollte ich nicht. So, dann kommst du da noch mit rein. Mein Riesenhammer hat sich aufgelöst. Oh nein! Mein Hammer hat sich aufgelöst. Ich muss einen neuen bauen. Was könnten wir denn so bauen? Abgesehen davon, dass ich eine Strohtür baue. Da fehlt mir das Eisenbarren. Ein Fenster könnte ich auch bauen. Riesenhammer. Es fehlt mir Holz. Lol. Die ganze Zeit hier nur am Ackern. Und dann fehlt es mir ein Holz. Vielleicht muss ich echt öfters noch mal rüber und mir so diese komischen Kakteen holen. Kann ich hier den Holzhammer? Nein, hier kann ich nur den Zypressenstock. Kannst du das Bad reparieren? Ich bin dabei. Lass mich doch mal. Ich möchte ganz gern etwas bauen. Zum Beispiel den Riesenhammer. Wenn ich darf. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Und Ausrüstung. Ich muss ja dann noch ausrüsten. Warte, das packen wir lieber weg. Ich will nicht, dass mir irgendwas hier abhanden kommt, was ich noch gebrauchen könnte. Es ist doch noch gar nicht fertig. Du Pflaume. Aber ich will jetzt erstmal hier rüber. Und versuchen, irgendwie an Essen zu kommen.
Ich muss nochmal. Mir eine Treppe bauen. Da ja die Chimären leider nicht so ergiebig waren, müssen wir auf Kakteen umschalten. Und versuchen, diese einzelnen Früchte, glaube ich, waren das, ne? Damit mal ein bisschen zurechtzukommen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich habe Hunger. Ich habe echt wirklich so Angst, dass es... Ich weiß, man kann, glaube ich, in dem Spiel gar nicht verhungern. Sondern wenn die Nahrungsmittel auf null herabsinken, dass die, dass das dann an die Gesundheit geht. Dass wir dann an der Gesundheit abnehmen. Aber ich möchte ganz gern trotzdem was essen. Wir können auch gleich mal hier probieren zu angeln. Vielleicht haben wir hier so ein bisschen mehr Glück. Na? Ein Tintenfisch auf jeden Fall. Noch ein Tintenfisch. Ich sehe gar nichts. Hier ist es ergiebig. Aber ich bin hier diesen Part und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da oder einen netten Kommentar. Ich würde mich über alles davon freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.